Willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag. Heute nicht aus dem Bundeshaus, sondern aus dem Büro vom Regierungschef von Liechtenstein. Mein Gast ist der Daniel Riesch. Danke vielmals für die Einladung. Wir reden über die Beziehungen von Liechtenstein und der Schweiz und über die Rolle von Liechtenstein in Europa und der Welt. Und das mal darf ich auf einen Wein zurückgreifen, den Sie zur Verfügung gestellt haben. Danke vielmals. Ja. Ein Wein aus Liechtenstein, das gibt es in Bern, glaube ich nicht. Ich nehme an, den trinken Sie alle selber. Und darum gibt es den nie einen Zust. Und da gibt es in Bern natürlich auch, wenn Sie an der richtigen Stelle sind, zum Beispiel in unserer Botschaft. Aber natürlich. Zuerst einmal freue ich mich sehr, dass Sie ins Ausland gewagt haben, ins Liechtenstein. Schön, dass Sie da sind und schön, dass wir da quasi Fäusi international zusammen machen können. Genau. Merci vielmals. Zum Wohl. Zum Wohl. Wunderbar, hervorragend, wirklich gut. Bestens. Ja, wie geht es den Beziehungen von Liechtenstein zu der Schweiz? Beziehungen sind sehr gut, das ist immer wichtig zu betonen. Beziehungen können ja eigentlich nicht Länder untereinander haben, sondern es sind immer persönliche Beziehungen, die man hat. Und wir haben sowohl wirtschaftlich, familiär, aber auch politisch sehr gute Beziehungen zwischen unseren zwei Ländern, was mich auch persönlich sehr freut. Auf der anderen Seite, vertraglich, haben wir seit über 100 Jahren einen Zollvertrag und nur der hat sich sehr bewährt. Aber eben, man muss ihn erleben und leben dann nach Menschen. Mhm. Ich habe ein Zitat gefunden vom Fürst Hans Adam II., wo er 1970 soll gesagt hat, wir sitzen im Rucksack der Schweiz. Und er hat es nicht unbedingt positiv gemeint, hat man mir gesagt. Ja, natürlich haben wir über viele, viele Jahre mit dem Zollvertrag denn einige so an die Schweiz quasi wie ausgelagert, wenn man so will, gerade auch in Russenpolitik. Und die bekannte Rucksackrede von unserem Staatsoberhaupt, wo Sie da zitieren, hat dann nur dazu geführt, dass man in der Folge dann der UNO beitreten ist, dann auch einen Entscheid gefällt hat, wo man heute noch oft diskutiert, das ist es gerade 30 Jahre her, nämlich der EWR-Beitritt von Liechtenstein quasi ohne die Schweiz, wenn man denn so will. Und seither, die letzten 30 Jahre, haben wir natürlich gerade in der Außenpolitik sind wir viel eigenständiger geworden, haben uns auch selber bei vielen Orten durchschlagen. Und vor dem Hintergrund, ja, mag es jetzt positiv oder negativ gemeint sein, es ist auf jeden Fall aus souveränitätspolitischer Sicht sicher eine sehr wichtige Rede gewesen und vor allem auch das, was danach gefolgt ist. Würden Sie auch sagen, dass Sie im Rucksack von der Schweiz sind? Heute sicher nicht mehr. Und damals in den 70er Jahren bin ich erst auf die Welt gekommen, darum kann ich es ja noch nicht ganz so nachvollziehen. Aber natürlich haben wir über sehr viele Jahre mit dem Zollvertrag uns auch an die Schweiz sehr, sehr eng angegliedert. Danach dann eben sind wir wahrscheinlich einen Stock weit ausgestiegen, das kann man sicher so sagen. Und haben uns emanzipiert, aber die starke Bindung ist auch geblieben. Manchmal wirft man uns ein bisschen vor, wir haben den Fünfer und das Weckli, wir haben einen Zollvertrag mit der Schweiz, sind aber im europäischen Wirtschaftsraum. Ich sage dann gern, ja, wir haben zwar alle Recht, aber wir haben damit auch alle Pflichten. Das heisst, im Liechtenstein über 12'000 EU-Rechtsakte, die anwendbar sind, die so in der Schweiz nicht anwendbar sind. Und so machen wir mit einer kleinen Administration quasi das Ganze dann auch irgendwie managen. Ich finde das ja nicht schlimm, wenn man es ja auf Verhandlungsbasis dafür für uns wirklich geholt hat, dann ist das vollkommen okay. Es braucht ja immer jemanden, der zustimmt, oder? Ja, genau. Es braucht immer Leute, die verhandeln, Leute, die miteinander reden und dann auch Lösungen finden. Das ist verdankenswerterweise hier gelungen. Aber ich möchte einfach auch darauf hinweisen, man kann nicht nur immer alle Vorteile haben, man hätte natürlich auch alle Pflichten. Und so ist das bei uns so. Jetzt ist Liechtenstein gerade im Europarat, hat Liechtenstein den Vorsitz gehabt bis im Mai. Sie waren auch noch beteiligt gewesen, also unter ihrem Vorsitz ist der Alain Berset Generalsekretär geworden. Hat eigentlich Liechtenstein die Kandidatur unterstützt? Wir haben unsere Parlamentarier, die mitgestimmt haben, haben wir gesehen, dass sie das unterstützen würden. Es ist ja nicht so, dass der Vorsitz das quasi unterstützen kann, sondern der Vorsitz begleitet den Prozess. Und wir haben den Prozess sehr professionell auch begleitet. Ich persönlich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich freuen würde, wenn es der Alain Berset wird. Und zwar nicht, weil wir uns persönlich kennen, sondern weil ich glaube, es ist gut, wenn es ein Nicht-EU-Mitglied ist, wo den Generalsekretär stellt und dass es jemand ist, der auch schon ein Netzwerk mitbringt. Weil ich bin sehr überzeugt,
der Europarat als Gremium mit 46 Mitgliedsländern, also mit allen europäischen Ländern. Wir werden lieber Russland werden irgendwann wieder dabei, weil Russland für mich auch ein europäisches Land ist, aber da können wir nachher noch drüber reden. Wir wären jetzt wieder 47, wie es gesehen sind. Und der Europarat wird aus meiner Sicht oft unter Wert geschlagen. Es ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr wichtige Organisation und steht immer so ein bisschen im Schatten von der EU mit den 27 Mitgliedern. Aber er ist älter, er ist grösser und wenn es um Menschenrechte geht, auch wichtiger. Und vor allem hinterher braucht er auch ein Gesicht, wo der Europarat gut nach außen vertreten kann. Und das hat er jetzt mit dem Alain Berset aus meiner Sicht sehr rüberkommen. Was sind die Akzente? Was haben Sie, wie muss man sich das vorstellen, wenn ja, ein kleines Land wie Liechtenstein der Vorsitz hat, und es sind ja nur ein halbes Jahr, muss man auch sagen. Genau. Wie macht man das? Kann man überhaupt irgendetwas machen? Oder ist das mehr als 6 Monate verwalten? Ja, verwalten tönt so passiv. Man muss sich, so hat es unsere Außenministerin öfters gesagt, wenn ein Tankchef vorstellt, also man kann jetzt nicht einfach quasi in einem halben Jahr den Kurs komplett wechseln, sondern man, und ich finde den Kurs vom Europa auch grundsätzlich auch gut. Also es ist nicht so, dass man sagt, das muss man ja alles anders machen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch darum gegangen, das Schiff weiter auf Kurs zu halten. Wir haben natürlich können Akzent auch setzen in Straßburg. Die Nachfolge Regelung ist natürlich etwas gesehen, der Beitritt vom Kosovo, wo natürlich gerade auch in unsere Zeit gefallen ist. Dann sind es 75 Jahre ein Jubiläum, wo gerade auch in die Zeit gefallen ist. Also es ist durchaus eine spannende Zeit gewesen, wo uns jetzt da dann gerade auch zuteil geworden ist. Was uns auch ganz wichtig ist, ist so nach innen spiegeln, also auch ins Liechtenstein, weil auch im Liechtenstein viele Leute sagen, Europarat, was genau ist jetzt das? Und dann haben wir auch einige Veranstaltungen da gemacht, die einen extremen Zuspruch bekommen haben. Also wir sind förmlich überrennt worden. Die Leute sind sehr interessiert gewesen, wir haben es dann auch in die Schulen rausgedreht. Und das ist eigentlich für mich jetzt auch noch mal etwas Erfreuliches aus dieser Zeit, um wieder so das europäische Bewusstsein, damit meine ich nicht das EU- oder das EWR-Bewusstsein, sondern so das Europa von diesen 46, auch die Unterschiedlichkeit in Europa. Ich meine, Estland und Portugal oder Island und Griechenland sind jetzt schwierig zu vergleichen, aber es sind alles europäische Staaten. Und ich finde, die Unterschiedlichkeit ist auch etwas, auf was man einfach in Europa stolz sein sollte. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so, wenn man über Europa redet, man haben die 27 EU-Staaten, in Brüssel sieht, was Europa denkt. Und dann lässt man quasi die Schweiz aus, dann lässt man auch UK aus, wo ein starkes europäisches Land ist, dann lässt man Island, Norwegen und Liechtenstein und der ganze Ostteil, der nicht in der EU ist, lässt man einfach aus. Und ich finde, man muss mehr die verschiedenen Stimmen von Europa hören und Europa so als eben der diverse Kontinent sehen, der so viel stärker noch hat als noch Brüssel und von oben herab. Es ist nicht so das, was mir gefällt. Ist halt ein Problem von Brüssel, weil Brüssel das anders sieht. Völlig ein Understanding, oder? Ja, ich denke, es ist in Brüssel ein bisschen ein Selbstverständnis gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo in die Richtung läuft, wo nicht aus jetzt, ich glaube, weder aus einer Schweizer Sicht noch aus einer Liechtensteiner Sicht sehr zu begrüßen. Diese Woche gehen Sie noch auf London, glaube ich, an die European Political Conference. Es ist nochmal eine europäische Organisation, wo aber, glaube ich, interessant ist, insofern, weil Sie das, was Sie jetzt gesagt haben, auch ein Stück weit verfolgt. Letztlich politische Zusammenarbeit ohne irgendwie Rechtsübernahme, ohne Souveränitätseinschränkung, sondern einfach ein Ort, wo konferiert wird und Lösungen gesucht wird, oder? Genau, ja, es ist eigentlich wirklich Es sind wiederum die 46 Staaten, es sind die Regierungschefs, die sich dort alle halbe Jahr treffen. Es ist jetzt das vierte Mal, wo wir uns in diesem Gremium treffen. Es ist insofern ein spannendes Gremium, als dass, wenn der Regierungschef nicht kommt, oder in Frankreich der Präsident, dann kommt das Land nicht. Also man kann nicht jemanden stellvertreten. Sondern man kann nicht irgendeinen Botschafter nein, schicken? Nein, geht nicht. Dann ist man nicht vertreten. Und das führt dazu, dass alle kommen. Und ich erinnere mich noch gut das erste Mal, da war es in Prag gewesen, und dann war es gekoppelt an die EU-Ratspräsidentschaft und dann war am einen Tag der EPC, gewesen, also European Political Community, am nächsten Tag hat sich dann die EU getroffen und dann haben bei den Diskussionen hat es aufgeheißen, das besprechen wir dann morgen und dann habe ich irgendwann einmal mich eingebracht und habe gesagt, Entschuldigung, morgen ist eigentlich nicht so relevant, heute sind wir 46, morgen können wir diskutieren, was ihr gerne wollt, aber dann sind einige Staaten, wenn ich es jetzt
gerade ausgeführt hat, eben nicht am Tisch. Und darum ist heute eigentlich der Tag zum Diskutieren. Und das hat sich jetzt langsam auch so ein bisschen eingeschläfert, dass man das sieht. Ich bin informiert worden, dass jetzt das erste Mal der Europarat selber mit dabei sein, weil es ist eigentlich so ein bisschen aus der EU und vom französischen Präsident so lanciert worden. Und dann hat man eigentlich das Nobel ein bisschen außen vor. Jetzt sei es erst mal, dass der Europarat selber als Organisation dort vertreten ist, was ich noch gut und richtig, richtig finde. Wenn sich Europa trifft, dann soll der Europarat dort auch am Tisch sein. Ein älterer Diplomat, sehr erfahren, ein Schweizer Diplomat, hat mir gesagt, internationale Organisationen sind gut im Identifizieren von Problemen, aber schlecht in der Lösung. Das ist, sie schwärmen jetzt von diesen Organisationen, aber was bringt es denn wirklich? Also ich glaube, dass der Austausch und das Reden miteinander, ich habe es vorher schon gesehen, auch international einfach sehr wichtig ist, aber Problem lösen, das wir da haben. Und darum glaube ich wirklich auch daran, dass viel mehr in den Nationalstaaten eben Probleme angegangen werden und gelöst werden. Ich bin manchmal auch, da bin ich sehr offen, unglücklich, wenn die EU Sachen entscheidet, wo ich sage, sie muss dann nicht die EU entscheiden. Das sollte man eigentlich selber können entscheiden. Gerade wegen der Unterschiedlichkeit, die wir zum Teil ja einfach auch haben. Und dann soll man auch können leben. Oder auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass man bei State Aid, also staatliche Unterstützung, Subventionen, hat man immer auf die Finger rübergekommen, wenn man irgendetwas gemacht hat, wo der EU nicht passt hat. Und seit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg sehen wir, wie es mit Subventionen einfach, also flüssig. Es ist eigentlich etwas Gutes, es ist jetzt super, oder? Panterei. Genau. Und man sieht ja, aber China und Amerika macht so und jetzt machen wir so. Und ist es jetzt mal gut? Ich finde es immer noch schlecht. Gott, wir haben vielleicht in Liechtenstein, ähnlich wie in der Schweiz, doch einen sehr grossen wirtschaftsliberalen Flügel, wo sieht, eigentlich sollte man die Wirtschaft schaffen lassen, man sollte, der Staat sollte wenig nehmen und wenig gehen und nicht möglichst viel umverteilen. So sind wir eigentlich als Alemanner, sage ich immer. Leistung soll sich lohnen, das ist eigentlich etwas, was bei uns in der DNA steckt. Und wenn man dann mal sieht, nein, Leistung soll sich nicht lohnen, dann muss man mehr abgeben, damit wir es besser verteilen können. Und das jetzt quasi so ein bisschen von Brüssel auch so kommt, dann glaube ich nicht, dass es Europa in eine gute Zukunft führt, sondern dann würden wir behäbig und dann müssen wir aufpassen, dass es dass wir noch wettbewerbsfähig bleiben, auch dort. Und wenn andere Kontinente stärker auf, oder andere Staaten sehr viel stärker auf staatliche Intervention setzen, ist die Frage, was setzen wir dort dagegen? Ich glaube nicht, dass wir auch staatliche Intervention sollten dagegen setzen. Ja, weil da wird, also am Schluss wissen wir aus der Geschichte, dass dann Geld an falschen Ort geratet und dass es nicht effizienter wird und dass zwar vielleicht kurzfristig irgendetwas zum Positiven kommt, aber nicht langfristig. Nicht langfristig, genau. Was ich mir noch aufgeschrieben habe wegen dem Europarat, oder? Ich meine, in der Schweiz hat man jetzt halt ein halbes Jahr lang über den Menschenrechtsgerichtshof geredet, oder? Weil er natürlich nicht erst mit diesen zwei Urteilen von dem Jahr, es hat schon früher Urteile gegeben, so zu der Frage vom Familiennachzug oder so, weil er, obwohl es ein Zusatzprotokoll gibt, die Subsidiarität der Länder, ich würde jetzt als Schweizer sagen, krass übergangen hat. Und gewisse Grundsätze auch von der Juristerei, also sei es, dass man wirklich muss den Sachverhalt genau abklären oder auch das in dubio pro reo oder so. Aha. Es ist bei uns wirklich so, und das Parlament hat auf eine spezielle Art in der Schweiz reagiert. Wie sehen Sie das? Wie ist der Menschengerichtshof? Ist das nicht ein bisschen weit gegangen oder wie beurteilen Sie das? Also ich sehe auch das einzelne Urteil sehr weit gegangen vielleicht manchmal auch nicht ganz so verstanden werden. Grundsätzlich bin ich ein grosser Fan vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, weil es einfach eine neue Instanz ist, wo man anrufen kann, wenn man national an ein Ende kommt. Und darum ist so eine Institution aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wenn es dann eben um Menschenrecht geht und wie ich halt Menschenrecht auch verstand. Und die Frage ist die Auslegung, wo man denn bei einem Menschenrecht an der Grenze kommt oder nicht. Und wenn jetzt der Menschenrechtsgerichtshof im Klimawandel auch sieht, das ist auch ein Menschenrecht, dann mag es in einer globalen Betrachtungsweise jetzt so gerechtfertigt sein. Dort mag ich mir jetzt kein Urteil. Ich glaube, es gibt
ja, es gibt krassere Beispiele vielleicht, so sehe ich sie jedenfalls, wo Menschenrechte eingeschränkt werden, wo man muss dahinter gehen. Und beim Klimawandel, es ist das krasseste Beispiel vielleicht von allen, aber ob wir es an einem Gericht lösen, um einen Urteil, oder ob wir uns dort nicht eben in der Staatengemeinschaft mal anders Zimmer finden, meine Antwort eigentlich schon durchgeschieden. Ich glaube, da gibt es andere Mittel, wenn man das Problem muss. Sie haben ja vorhin gesagt, man muss es zuhause machen. Ja, genau. Oder ja. Es gibt einfach die Vorstellung, ich kann mich erinnern an andere Interview mit Leuten, wenn man alles probiert, an internationale Organisationen abzugeben, dann treibt man als Politiker im eigenen Land am Schluss einfach keine Verantwortung mehr. Und das gehört halt dazu eigentlich. Es ist so, und das ist vielleicht auch ein Beispiel, wo jetzt bei uns im Kleinen natürlich, wir haben weniger, wenn man so will, föderale Strukturen als die Schweiz. Und insofern, unsere Regierung ist immer ziemlich schnell. Wenn es der Gemeindevorsteher nicht mehr ist, dann ist es bei uns die Regierung, die quasi alles verantwortet. Und das spüren wir natürlich auch ziemlich direkt, wenn wir gewisse Entscheide dann auch im Parlament vorschlagen und dann auch gefällt werden. Dann ist die Unzufriedenheit oder auch die Zufriedenheit dann sehr direkt spürbar, was ich nicht als Nachteil wert, sondern wo ich sage, ja genau, weil wir wollen ja zusammen das Land gestalten und nicht über verschiedene Stufen hinweg. Gut, das ist, da bin ich halt als Innerschweizer voll Ihrer Meinung. Ich meine, kleine Staaten, kleine Probleme, grosse Länder, grosse Probleme. Das ist einfach so. Am besten wäre, ich habe auch gesehen, in Liechtenstein gibt es ein Sezessionsrecht. Also irgendwie, wenn eine Gemeinde austreten will aus Liechtenstein, dann kann sie das machen. Das so Problem ist, das Sezessionsrecht gibt es immer nur in Ländern, wo eigentlich niemand rausgehen will, oder in der Regel. Ja, es ist vermutlich so. Vermutlich so. Bei uns ist das über Verfassung so festgeschrieben und bisher hat es jetzt keine Bestrebungen gegeben. Und es gibt ich fände immer noch gut, wenn Vorarlberg würde Schweiz beitreten. Oder Liechtenstein von mir aus. Oder? Ja, da sind wir jetzt einfach jetzt mehr als 100 Jahre gespart. Genau. Vielleicht gibt es wieder einmal Bestrebungen. Ich muss aber dazu sagen, wir sind jetzt, wenn wir jetzt unsere Region noch einmal anschauen, rund um den Bodensee, mit den unterschiedlichen Arten, wenn wir auch Europäer sind und wir sind Salz, weil wir auf dem Kontinent leben und wenn wir über Grenzen zusammen schaffen, sei es mit Österreich, Vorarlberg, mit Bayern, Baden-Württemberg, Deutschland und mit den Kantonen und mit der Schweiz. Wahrscheinlich habe jetzt eine europäische Vorzeigeregion, wie es einfach funktioniert. Wenn man die Grenzen nicht im Kopf hat, dann kann man eigentlich auch gut zusammen schaffen. Aber Sie haben es vorher erwähnt, das hat doch auch mit dem alemannischen Gemeinsamkeiten zu tun, die ein bisschen charakterlich sind. Also einerseits, man ist leutselig, aber man ist auch ein bisschen knorrig. Und was hat auch damit zu tun, auch mit einer gewissen Arbeitsethik hat es zu tun. Und es hat auch zu tun mit einem gewissen Sinn für Eigenständigkeit beim Schiller heisst es, die Axt im Haus erspart den Zimmermann und gemeint ist, man tut das Problem selber lösen, bevor man immer gerade jemanden holt oder den Staat holt. Oder? Genau. Das spüre ich schon, wenn ich im Vorarlberg unterwegs bin. Ich musste ein Referat halten, wo die Abstimmung 100 Jahre Beitritt her war. Und ich habe gesagt, eigentlich müssen wir den Alemannengeist, den müssen wir eigentlich auf Brüssel exportieren. Ja, unbedingt. Ja. Oder? Probieren wir immer mal wieder die internationale Bodensee-Konferenz, wo wir ja alle zusammen geschlossen sind, bis Zürich und eben Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg. Wir sind gerade vor einem Jahr zusammen mit allen auch Kantonsregierungen in Brüssel gewesen. Aber zum Mal wieder zu sagen, es gibt im Fall da eine Region, eine alemannische Region, wo es ein bisschen anders läuft, wo durchaus sehr erfolgreich ist und wo wir manchmal aber auch Lösungen bräuchten, vor allem aus Brüssel, die ein bisschen uns weniger hindern täten. Aber im Großen und Ganzen schaffen wir es dann eben auch mit der persönlichen Beziehung, weil man sich kennt, weil man irgendwelche Lösungen findet, dann eben auch gemeinsam. Ja. Also make Alemannen great again, vielleicht irgendwie. Ja, das wird ein bisschen groß. Es ist ja, das Bescheidenheit ist ja dann auch wieder etwas Alemannisches, wo man sagt, ja, wir machen es gut, aber wir wollen jetzt nicht jeden Tag darüber reden. Genau. Ich möchte aber noch über einen anderen Punkt reden, Digitalisierung, weil Liechtenstein ist da, glaube ich, vielleicht auch, weil sie kleiner sind, uns ein bisschen voraus. Oder ich meine, in der Schweiz hat man halt die Schwierigkeit, dass man immer wieder komplizierte Lösungen macht und vielleicht auch manchmal muss, wegen der föderalen Struktur. Aber das nimmt mich schon Wunder, was ist denn da in diesem Bereich möglich? Ja. Wie effizient kann der Staat werden? Weil das werden wir früher oder später auch müssen diskutieren. Ja, dort machen wir vielleicht, man kann Klarheit immer auch als Grund bringen, warum etwas einfacher geht. Ich finde, man muss auch mal sagen, wenn es so einfach wäre, wären alle Kleinen hoch erfolgreich und so ist es ja auch nicht. Ich glaube,
Klarheit ist manchmal am Vorteil. Mutige Entscheidungen, die dann durchzuhören, es ist, glaube ich, für mich das andere, was zählt. Und ein Beispiel, wo wir relativ radikal gewesen sind, ist 2016, wo wir entschieden haben, Glasfaser komplett auszubauen und komplett, meine ich komplett, also bis ins Berggebiet. Und zwar nicht einfach Glasfaser ausbauen, sondern gleichzeitig ein Jahr nachdem Glasfaser bei einem Haus ist, auch die anderen Netze rückzubauen, also Kupfer-Koax auszubauen. Okay. Also das, wir haben quasi eine Fiber-Only-Strategie. Wir betreiben nur ein Netz und alles andere ist quasi ist eigentlich mittlerweile rückgebaut. Wir sind 2023 fertig mit dem Ausbau und profitieren jetzt natürlich sowohl kostenseitig, weil wir das andere nicht mehr betreiben haben, als auch geschwindigkeitsseitig. Aber es ist natürlich mehr, und wir haben eine Take-Rate, die natürlich dann entsprechend hoch ist, weil es nützt ja nicht Glasfaser verbauen und die Leute nutzen es dann nicht. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja klar, wenn das andere ausbauen, wollen sie es ja nutzen. Ja, es ist ein sanfter Druck und ein Zwang gewesen, aber es, von dem profitieren wir in der heutigen Zeit. Bezüglich ist es mit dem elektronischen Gesundheitsdossier und dort ist bei uns die Opt-out-Variante, also das heisst, 99% von der Bevölkerung hat heute ein elektronisches Gesundheitsdossier und man müsste sich abmelden oder man muss sich abmelden. Und der Arzt muss mitmachen. Der Arzt muss mitmachen. Ja. Und, das ist ja bei uns die große Diskussion. Genau, weil wenn man dort zu viel, also Freiwilligkeit ist schon gut, aber wenn wir sagen, das ist zentrale Infrastruktur, dann braucht es natürlich auch. Und was auch wichtig ist, dass man davor noch die elektronische ID quasi als App-Lösung, als erstes Land, wo das rein so basiert, dann auch gebraucht hat und auch europäisch zertifiziert hat, ausgerollt hat. Dort haben wir ein zeitliches gutes Fenster verdwischt, nämlich kurz bevor die Zertifikatspflicht gekommen ist, haben wir können die EID ausrollen, haben mit einem Impfcenter quasi können, man hätte sich können registrieren. Wir haben heute weit über die Hälfte von der Bevölkerung, die die EID als App auch zur Verfügung hat. Die braucht man natürlich wieder, um sich bei all den Services anzumelden. Und so funktioniert eigentlich, also auch der Führerschein ist da drauf und andere Applikationen. Und das ist sicher etwas, wo so die Grundlage legt, um nachher in der Digitalisierung weiterzugehen und Sachen zum Funktionieren überzukommen. Was wirklich ein Vorteil ist, ist natürlich, wir haben jetzt nicht von jedem Kanton ein System, das wir integrieren wollen. Oder? Klar. Mit den Gemeinden ist es natürlich integriert, aber sonst ist es natürlich dann schnittstellentechnisch ist es ein Vorteil. Aber der Entscheid, so zu gehen und so zu fahren, auch der gesetzliche Entscheid, also beim ist noch interessant, beim Gesundheitsdossier hat es dann eine Initiative gegeben, nicht ein Referendum dort mal, aber wo es dann da war, ist eine Initiative, um vom Opt-out aufs Opt-in wechseln. Und das hat dann das Volk verworfen und damit sind wir bei dieser Lösung, wo sogar jetzt quasi vom Volk entschieden worden ist. Jetzt nimmt mich noch Wunder, die Beziehungen zur Europäischen Union. Ihr habt das gelöst vor 30 Jahren mit dem EWR. Aber Sie haben auch erwähnt, oder? Es gibt 12'000 Rechtsakte, die Sie müssen übernehmen müssen. Ich habe mit Leuten geredet im Vorfeld von dem Gespräch, zum Beispiel vom Finanzsektor, die sagen, die ganze Finanzmarktregulierung ist wirklich mühsam. Sie wechselt auch die ganze Zeit und so. Ich weiss, die offizielle Bilanz von der Liechtensteiner Regierung ist natürlich positiv, aber es hat schon auch negative Auswirkungen, die Regulierung. Also nicht nur die Bilanz der Regierung ist positiv, wir machen ein paar Jahre auch wieder eine Befragung in der Wirtschaft und bei der Bevölkerung. Ja. Dort kommt der Zollvertrag auf weit über 90% Zustimmung und der EWR auf über 75% Zustimmung. Es gibt immer noch einen Unterschied. Genau, es ist noch wichtig. Darum erwähne ich auch beides. Es ist jetzt aber eine hohe Zustimmung und 75% sind während einer Abstimmung auch kaum zu erreichen. Also von dem her durchaus gut. Aber ja, es fordert uns, es fordert auch die Finanzplatzteilnehmer natürlich, ich sage jetzt nicht übermassen, aber doch schon massiv. Umgekehrt ist es gerade für so eine kleine, offene Volkswirtschaft und einen kleinen, offenen Finanzplatz wichtig, die internationalen Regulierungen einzuhalten. Man ist noch so schnell wieder irgendwo auf einer Liste, wo es heisst, ja, die sind da nicht ganz konform. Und dort sind wir seit 15 Jahren massiv dahinter, dass es nicht mehr passiert. Und ich glaube, dort haben wir wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und etwas, was für uns, das habe ich vorher noch nicht erwähnt,
schon noch speziell ist in der Mehrwert, im Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Für uns gilt quasi das Single-Voice-Prinzip. Also wir müssen mit einer Stimme sprechen. Und wenn ich sage mit einer Stimme, heißt das mit der gleichen Stimme von Norwegen und Island. Und das ist für uns jetzt ja nicht das Naheliegendste. Und es fordert uns natürlich insofern noch, als dass das Schwerpunktthema von Norwegen und Island vielleicht öfter auch im Fischerei- und im Gewässerbereich liegen. Oder im Gewerkschaftsschutz oder so. Gewerkschaftsschutz, genau, habe ich gehört. Und bei uns manchmal halt stärker im Bankenbereich. Ja. Und um dann die gleiche Sprache zu finden, erklären wir es dann meistens so, quasi Banking ist auch Fisch. Also wenn wir ihnen sagen, jetzt ist für uns so wichtig, wie für auch der Fisch, dann ist wieder einmal klar. Und Schweizer Franken ist Hering, sozusagen. Ja, wenn man dann so will, wenn man es will. Nein, aber es öffnet natürlich unseren Geist, wo wir da in dem Tal leben, auch für quasi Länder, die einfach anders aufgestellt sind. Und es tut uns eigentlich gut. Wir zusammen mit der Schweiz, den EFTA, haben wir so eine ähnliche Partnerschaft mit Norwegen und Island. Und es tut uns durchaus gut. Jetzt ist einfach... Die Lösung EWR, die ist ja gut und recht, aber Sie haben bei dem Thema, das die Schweiz am meisten bewegt, bei der Personenfreizügigkeit, haben Sie, ich sage es jetzt ein bisschen sehr verkürzt, eine Quotenregelung bei Wohnsitznamen, oder? Haben Sie überkommen? Ja. Und ich meine, ja, ich nehme an, dass die Schweiz der gleiche Weg gegangen wäre, wenn sie die Ausnahme überkommen hätte, oder? Ich meine, die 75% hätten Sie die auch, wenn Sie Personenfreizügigkeit müssten haben? Bin ich nicht sicher? Bin ich auch nicht sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Wir können nicht zurück und wieder vorne. Darum wissen wir es nicht. Es ist für uns eine gute und eine richtige Lösung. Und ich möchte auch sagen, es ist nicht nur für uns eine gute und eine richtige Lösung. Es ist auch für die Region eine Lösung, die funktioniert. Weil was passiert, wenn ein Arbeitnehmer ins Liechtenstein kommen und hier arbeiten und dann auch noch hier wohnen, dann funktioniert das nur innerhalb von dieser Quote. Die anderen siedeln entweder im St. Galler Rheintal oder in Vorarlberg an, bringen dann natürlich aber da noch mehr dort Steuern quasi in die Regionen. Also ich sage jetzt mal Buchs, Feldkirch und Wittrumi profitieren auch davon. Und ich sage, für die Region funktioniert es so recht gut mit, ich sage jetzt mal, ein paar Verkehrsthemen, wo natürlich, wenn jeden Tag 22'000 Leute nach Liechtenstein pendeln mit 40'000 Einwohnern, also mehr als die Hälfte, noch zupendeln, dann bringt das unsere Infrastruktur ein bisschen ein Limit. Aber wenn man zurückkommt zu der Personenfreizügigkeitslösung oder zu der Quotenlösung, dann bewährt sich die für uns seit 30 Jahren. Ob die Schweiz quasi dort mal zugestimmt hat, wenn es die Lösung gegeben hat, oder wie weit man dort die Verhandlungen gesehen hat, weiß ich schlicht nicht. Aber für uns ist es eine gute Lösung. Es zeigt eben, oder, dass der Binnenmarkt und die europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit eigentlich die braucht die Personenfreizügigkeit nicht. Das zeigt euer Beispiel. Ja, ich würde sagen, wenn eben, darum kommen wir wieder zu den 22'000 Zupendlern, wo natürlich problemlos möglich ist, in dem topografisch kleinräumigen Bereich. Wenn wir jetzt größere Einheiten nehmen, wenn wir jetzt beispielsweise Deutschland nehmen und sagen, ja, in Deutschland gilt aber Personenfreizügigkeit nicht, wäre natürlich so ein Wirtschaftsstandort wie wir nachher in der Skalierung nicht möglich. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Und es ist vermutlich der einzige Grund, warum wir uns mal die Lösung überkommen. Auch ein Fürst, aber ich weiß ja ehrlich gesagt nicht wählen, hat einmal gesagt, wenn man Schweizer als Grenzgänger haben kann, dann kann man sich nicht beklagen. Oder? Das ist natürlich so. Der Satz hat jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört. Das hat ich habe ihn auch nicht gefunden, aber es hat mir ein Informant da in Vaduz gesagt. Ja, also, aber es ist ja so. Aber es ist ja so ein bisschen. Ja, ich finde, da stempelt man jetzt so ein bisschen die Schweizer Stock mit ab. Ja, genau. Und ich muss ja selbst sagen, also ich finde, es ist ja immer von Mensch zu Mensch, wir sind sehr, sehr ähnlich, wie ich vorher gesehen habe, familiäre Beziehungen oder auch berufliche. Ich habe selber sehr, sehr lange in der Schweiz studiert und noch gearbeitet. Und von dem her ist das, dass man da nicht so quasi, so die Leute in den Schublad, aber ich glaube, was wir natürlich sehen, und es ist sehr, sehr deutlich, die 12'000 Leute, die aus der Schweiz zupendeln, nicht als Schweizer, aber auch andere Staatsbürger, sind hochqualifizierte Leute, die da sehr gute Arbeitsplätze auch haben können. Also das ist ein sehr qualitativer Austausch von Fachkräften, wo wir da haben, wo für B-Zeiten aus meiner Sicht sehr gut funktioniert, und darum können wir uns, glaube ich, nicht beklagen.
Ich will nochmal auf die Grundsatzfrage kommen. Müsste man nicht mehr eben auf ein Europa, wo die Unterschiede, wie Sie betont haben, mehr lebt und auch die Souveränität ist überhaupt kein Problem, wenn man sich eben wirtschaftlich letztlich findet und mehr Regulierung gegenseitig anerkennt, statt die Regulierung vom einen dem anderen überstülpen. Ist das nicht eine Fehlentwicklung, die man muss korrigieren, wenn man in einem starken Kontinent bleiben? Ich glaube, es ist das eine und das andere. Ich glaube, was schon schwierig ist, oder, wenn wir sehen, wir haben 46 Staaten mit 46 Telco-Anbietern, wo jeder anders ist und am besten sind sie unterschiedlich reguliert. Und dann haben wir Staaten wie Amerika, wo natürlich auch Telco-Dings für rund 300 Millionen Anbieter. Einfach so als ein rausgepicktes Beispiel, dass das vielleicht bei Digitalisierung nicht unbedingt förderlich ist, kann man einen Stock weit ausgehen. Also ich glaube, wir brauchen eine Basisregulierung und auch in dem, wir nennen es ja der Single Market, also der 30 Länder denn mit Island, Norwegen und uns und der EU, dass man dort eine Basisregulierung hat, die für alle gilt. Betonung auf Basis. Ja, genau, richtig. Mit Betonung auf Basis. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn es halt wuchert in sehr vielen Bereichen, dann wird auch der Wettbewerb eingeschränkt. Ich bin ja auch sehr klar gesehen, wo es um die globale Mindeststeuer gegangen ist. Hat das mit der EU wenig zu tun, aber mit der OECD. Wo ich immer gesehen habe, Wettbewerb einschränken ist immer schlecht. Und ich finde gleich gut, wenn man könnte sagen, eine Mindeststeuer ist gerechtfertigt, könnte man sagen, eine Maximalsteuer ist gerechtfertigt. Ein Staat, der mehr als 35% nimmt, muss schauen, wenn er sich besser organisiert. Jetzt kann man sagen, ja, das könnte ich als kleiner Staat schon sagen, aber vom Prinzip her, vom Geist her, ist eine Einschränkung auf die eine oder die andere Seite gleich gut oder schlecht. Und ich finde, Wettbewerb sollte man auch an diesem Ort nicht einschränken. Da bin ich. Habe ich immer eine klare Haltung dazu. Ja. Als ich Leute aus Liechtenstein gefragt habe, oder gesagt habe, ich mache das Interview mit ihnen, alle haben gesagt, du musst den Reisch fragen, warum hören sie auf nächstes Jahr? weil wirklich alle das Gefühl haben, der sollte unbedingt länger bleiben, das geht nicht, dass der jetzt einfach geht. Ja, schön, wenn das so ein Feedback ist von den Leuten, die sie mit ihnen geredet haben. Es ist auch ein bisschen, ein unternehmerischer Gedanke, den ich eigentlich immer auch hatte, als ich in der Privatwirtschaft war. Es gibt eine Zeit, wo man gut ist und wo man vielleicht Sachen vorwärts bringt. Und es schleift sich mit der Zeit ab. Und irgendwann ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man den Stab übergeben sollte, wo man Leute mit frischen Ideen, die neu sind, wieder das Werk gehen, wenn eine richtig gut sind. Und für mich ist der Zeitpunkt nach 8 Jahren, wo ich sage, Molly, ich würde jetzt vielleicht noch 19 oder 10 gerne machen, aber nicht noch einmal 4. Ich glaube, 12 Jahre ist dann zu lang. Lieber geht man eine halbe Stunde früher als 5 Minuten Sport. Und darum lieber jetzt, wo die Leute noch, wie sie es jetzt ausgeführt haben, sagen, ja, ist noch schade, wir sollten noch weitermachen. Lieber dann sagen, ich gehe jetzt und ich schaue, dass es eine gute Nachfolge gibt. Man kann diese Politik nicht ganz so steuern. Ich kann auch in meiner Partei dafür sorgen, dass wir ein gutes Team bringen. Und dann entscheidet am Schluss wieder das Volk. Aber auch in der Wirtschaft macht man Nachfolgeplanungen, oder sollte man machen, machen nicht alle. Und da ist, glaube ich, halt, ich glaube selber an Amtszeitbeschränkungen, dass es etwas Gutes ist. Und dann sollte man selber nicht auf dem Sessel kleben, sondern sollte man dafür sorgen, dass es gut weitergeht. Und das ist mein Anspruch und auch Ansporn, bis nächsten März mit vollem Einsatz und voller Freude das machen und dann hoffentlich in ganz gute Hände übergeben. Gut, die Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Politik, die ist in Liechtenstein natürlich viel grösser als in der Schweiz, weil es da auch viel weniger Profi-Politiker gibt, oder? Ist genau und das so, ist ein Vorteil, glaube ich. Das führt auch zu einer anderen Regierungsführung, würde ich sagen. Oder? Ist genau so, wie Sie sagen. Also bei uns kann die meisten Regierungsmitglieder aus der Wirtschaft wechseln in die Politik und wechseln dann aber auch wieder zurück in die Wirtschaft. Das ist eigentlich das, was wir normalerweise machen. Und der Grund ist der, wo Sie auch sagen, es gibt nicht so die politische Berufspolitiker-Karriere kennen wir nicht in dem Ausmaß, wie es andere Länder kennen. Daniel Reisch, danke vielmals für das interessante Gespräch, für den Einblick. Danke für den Besuch, den wir hier in Vaduz machen durften. Und noch einen guten Rest. Merci. Danke vielmals. Ja, wenn euch das Gespräch
gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar oder schreibt ein Feedback an mich, dominik.feusi@nebelspalter.ch, und schaltet in einer Woche wieder ein fürs nächste Gespräch. Ziemlich sicher wieder in der Schweiz. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.